fängt ein neues Leben an. Das sagen die all die Patienten, die das Krankenhaus betreten und es dann wieder verlassen. Und in dem Verlassen, mit dem Verlassen selbst, kommt immer der Satz, jetzt fängt ein neues Leben für uns an. Weil vorher hatten sie Schmerzen, vorher waren sie nicht mehr einsatzfähig, sie konnten keine großen Bewegungen mehr vollbringen, Abläufe waren sehr schwierig. Und dann können Sie sagen, jetzt fängt ein neues Leben an. Und das wünsche ich allen Menschen, die sich am Gesundheitsstandort Bad Windsheim aufhalten, dass sie danach dann einfach sagen, hätte ich schon eher gemacht und wäre ich doch schon eher nach Bad Windsheim, in die Kreisklinik Neustadt Eichbad Windsheim gekommen. Das Thema Roboter natürlich, das ist auch etwas ganz Besonderes für Bad Windsheim, für den Gesundheitsstandort und für Mittelfranken. Wir sind hier einzigartig unterwegs. Und auch die Anzahl der Operationen zeigt auf, wie wichtig das ist, auch für die gesamte Region. Wir sind ja hier ein Flächenlandkreis und das ist auch das Schöne. Hier kommen Leute her von weit, von 200, 300 Kilometern und lassen sich hier operieren, vertrauen diesem Roboter, der wirklich auch das unterstützt. Aber fachlich natürlich, der Mensch ist immer noch das Wichtigste. Ohne Mensch geht auch der Roboter nicht. Und das ist auch das Wesentliche, der Roboter erleichtert die Arbeit des ganzen Personals, vor allem der Chefarzt natürlich, aber trotzdem ist der Roboter nur ein Teil des Ganzen. Für Sie als Patienten kann ich nur sagen, gereicht es nur zum Vorteil und das ist einfach das Schöne auch daran, dass Sie in Bad Windsheim auch das Know-how haben, die Technik haben und eben auch die Zukunft hier immer aufgezeigt wird, was der Trend ist und den haben wir hier immer fort.